Hi und herzlich willkommen zu Part 30 unseres Nachhaltig-Leben-Let's Plays mit der lieben Luna. Der letzte Part war sehr spicy, denn, also spicy im Sinne von heiß, denn unsere liebe Luna Marie hatte ein Date, ein spezielles Date. Diesmal war es kein Blind Date, sie hat über die Simstar Dating App, die App ist übrigens in der Kanalbeschreibung auch mit verlinkt, falls ihr sie auch gerne runterladen möchtet. Da gibt es eine Verweisung auf meinen Sims-Wiki und da könnt ihr euch die Mod runterladen. Auf jeden Fall hatten die beiden ein Date und zwar Luna Marie und ihre, ich würde fast sagen, Arbeitskollegin, denn sie ist auch Ökomeisterin, also hat auch dieselbe Branche wie unsere Luna Marie, zumindest ist sie da irgendwie mit involviert und es ist sehr, sehr aufregend, denn die beiden teilen gleiche Interessen, also wir kennen sie noch nicht komplett, wir haben noch nicht alles über sie erfahren, aber das erste Date lief super, danach hat sie sich direkt nochmal gemeldet und wollte noch ein Frühstück, also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die beiden auf der gleichen Welle schweben und das ist schon sehr, sehr schön. Ich glaube, das tut Luna Marie auch gerade sehr, sehr gut. Ob und wie diese beiden in einer Beziehung stehen, werden wir einfach noch rausfinden. Ich habe eure Kommentare ja noch nicht lesen können, während ich das hier aufnehme, denn ich nehme den Part jetzt einen Tag später auf und ihr seht erst, warte mal, was haben wir heute? Sonntag und ihr seht erst am Mittwoch den Part. Das heißt, ich kann erst zum Part 31 eure Meinungen berücksichtigen. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt und ich freue mich jetzt sehr auf diesen Part, denn Luna Marie wird ihren ersten Arbeitstag haben. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ganz viel Spaß mit diesem Video und let's go! So, in 2 Stunden geht's los. Sie steht hier schon absolut ready. Sie steht absolut ready. Sie hat sich gerade noch ein bisschen um ihre Käfer und ihre Bienchen gekümmert, wobei die Bienchen ja Mittagsschlaf halten. Achso, wir wollten... Ah! Ja, wir gehen auf jeden Fall zu unserer Arbeit. Natürlich. In 56 Minuten geht's los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, die brauchen gerade... Ach, crazy! Die haben einfach einen Sprinkler da drin. Wie krass ist das bitte? Weil wir das schon verbessert haben. Das ist ja mega cool. Aber dann gucke ich jetzt mal, ob wir da irgendwas überhaupt pflanzen können. Sommer und Herbst. Herbst, oh Gott. Sommer und Herbst. Vielleicht müssen wir im Haus ein kleines Beet machen, weil wir können gerade überhaupt nichts pflanzen in diese Steilbeete. Das ist super schade. Aber ich will jetzt auch keinen... Ja, wobei, wir könnten das auch in unsere Gartenlaube stellen vielleicht. Da können wir uns mal Gedanken machen, dass wir vielleicht doch so einen kleinen Werkelkeller machen und das dann, ja, wir gucken dann mal. Wir spielen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter, damit unsere Luna zur Arbeit gehen kann. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass die Karriere aktiv ist. Also ich glaube, wir können da nicht mit ihr mitreisen. Luna, hast du gehört? Du gehst jetzt zu deinem ersten Arbeitstag. Bleib mal hier, du brauchst jetzt keinen Kaffee. Du bist schon aufgeregt genug. Und du gehst jetzt zu deinem ersten Arbeitstag und ich weiß, du wirst das ganz toll machen. Du wirst neue Leute kennenlernen. Bleib doch jetzt da. Du brauchst keinen Kaffee. Ich stell dich wieder zurück. Es geht gleich los. Du wartest jetzt hier die 3 Minuten noch ab. Ja! Oh! Oh, was für ein unschönes Outfit. Toll. Oh, okay. Abfahrt, Girl. Okay, Luna Marie ist bei der Arbeit. Und dann, wenn sie wiederkommt, ja, sie wird jetzt auf jeden Fall, ja, sie schneidet gut ab. Das mag ich. Können wir irgendwie mit Kollegen Kontakt knüpfen? Das ist das, was Luna Marie an dem ersten Arbeitstag auf jeden Fall tun wird. Sie wird erstmal ihre Kollegen kennenlernen wollen und rausfinden wollen, wer sie so sind und was sie so tun. Oh, Tina ruft an, aber wir sind arbeiten. Wir haben nämlich unseren ersten Job. Oh nein. Oh, Luna ist ja voll müde. Aber eben war sie noch nicht so müde. Ich glaube, es ist einfach anstrengend. Und Luna Marie hat Seiji, sagt man das so, auf der Arbeit getroffen. Oh Gott, sie ist ja richtig müde. Oh, gut, erster Arbeitstag ist hart, ne? Oh Maus, ja, komm bitte schnell rein und leg dich direkt ins Bett. Das geht ja gar... Oh nein. Und ich wollte noch die Kinder holen. Die können wir heute nicht holen. Oh nein. Luna, nicht umfallen. Geh schnell schlafi. Oh je, Mene. Aller Anfang ist schwer, Maus. Aller Anfang ist schwer. Ich verstehe das. Sie hat auch Gael auf der Arbeit getroffen, hat 279 Simoleons verdient und die Außerkraftsetzung wurde beendet. Okay, dann können wir am Freitag wieder abstimmen. Na gut. Wow. Was ein Arbeitstag. Nee, bitte geh richtig schlafen, wenn du schon müde bist. Wir könnten auch mal schauen, ob es irgendwas im Belohnungsstore gibt. Das haben wir bei unserer Romy nämlich auch gemacht. Da haben wir ja gesagt, wir gucken, wenn... Oh, sie hat 11.300 Punkte im Belohnungsstore. Das ist richtig, richtig viel. Da hatten wir auch so ein paar Sachen hieraus benutzt. Wir könnten mal schauen, ob es irgendwas gibt, was wir machen können. Mega grüner Daumen könnte ich mir gut vorstellen. Unglaublich freundlich. Unfreundlich
Unglaublich freundliche Sims werden bei einer netten Vorstellung sofort gemocht, wobei das ist ja bei ihr auch, ne? Oh, das ist interessant. Marktaugliche Sims verkaufen selbst hergestellte Objekte für mehr Simoleons. Das finde ich in Ordnung. Das löse ich jetzt mal ein. Ich hoffe, das passt für euch, weil ich finde nämlich auch, dass sie mittlerweile ja auch einen gewissen Ruf hat, ne? Sie ist ja jetzt auch schon durch zwei Bezirke gegangen, hat auch viel schon hergestellt. Ich denke, das ist ganz gut. Und ihr habt mir gesagt, Shelby wäre eine Diva und ist irgendwie ein Promi? Ich raff das nicht. Leute, ich raff's nicht. Ich weiß, ihr versucht mir das die ganze Zeit zu erklären, aber was ist mit Shelby? Wieso ist sie eine Brommikatze? Sie war ein Streuner. Ich habe sie als Streuner adoptiert. Oh, Luna, fall da nicht runter. Ich muss da noch ein Geländer hinbauen. Ja, dann geh mal bitte runter an deinen Kühlschrank und hol dir mal was Kleines zu snacken und dann kannst du dich wieder schlafen legen. Und ich mach derweil dann da mal einen Zaun hin, dass da keiner runterfällt. Besonders, wenn die Kinder dann zu Besuch kommen, dass da nichts passiert. Oh, Shelby kotzt auch schon wieder ganz viele Fellbüschel raus. Ja, so ist gut. Dann könnten wir hier zum Beispiel eine schöne Pflanze noch hinstellen. Und wenn ich jetzt gerade schon im Baumodus bin, könnte ich auch diese eine Pflanze reinstellen und die andere vielleicht auch. Die stört doch da nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es stört. Wenn es stört, dann können wir es immer noch wegstellen. Weil ich würde ja auch super gerne mir wünschen, dass Luna Marie auch diese Kräutersude macht. Oh, haben wir gar keinen Grill mehr jetzt? Oh, da müssen wir leider erstmal kurz einen Grill kaufen. Weil ich glaube, das kann sie nur mit einem Grill machen. Gibt es einen ökologischen Grill? Vielleicht nehmen wir einfach so einen Grill, ha? Wobei, das ist gar nicht ihr Ding. Das ist ja also Umweltverschmutzung mäßig schon ein bisschen fraglich, ne? Aber ich glaube, am Herd kann sie es, glaube ich, nicht. Oh, kann sie! Oh, wir brauchen Glühwürmchen? Oh, schade, wir haben gerade Glühwürmchen. Du könntest sie aber mal ein Buch kaufen. Wir haben doch ein Bücherregal. Also jetzt musst du schlafen, aber du könntest dir vielleicht ein Buch kaufen über Kräuter und dann könntest du mal rausfinden, was die Kräuter so machen, wisst ihr? Kräuterkunde Band 1, Band 2 und Band 3. Ich kaufe die jetzt alle mal. Und dann kann sie vielleicht später ein bisschen was von der Kräuterkunde lesen und vielleicht hilft ihr das auch noch ein bisschen, das zu verbessern und auch andere Sachen zu machen. So, wenn du gegessen hast, geh schnell wieder schlafen. Die Katzen sind so süß, ey. Und wenn sie dann wach ist, werden wir mal gucken, ob wir irgendjemanden finden. Och, haben die uns jetzt schon wieder... Nein, Shelby, ich raste aus mit dir. Nein, Shelby, ich hab's dir schon so oft erklärt. Don't do this. Hast du's gelernt? Shelby ist doch nicht unverbesserlich. Guten Morgen, Luna. Ich glaube, das ist auch richtig schön für sie, so unter dem Himmel, wisst ihr? So unter den Fenstern zu liegen und so. Das ist bestimmt ganz, ganz toll. Dann lasse ich sie fix duschen. Auf die Toilette kann sie auf der Arbeit gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendjemanden finden, den wir voll labern können. Aktuell scheint hier niemand zu sein. Hallo, ich würde gerne jemanden voll labern. Oh, da ist jemand an der Ecke. Perfekt. Good day, Mitsuki. Ich hoffe, der Mann weiß, dass es eigentlich kalt ist. Luna, jetzt red doch mit der Frau. Hallo, Miss. Ey, was ist mit der? Einfach zurückgesetzt, man kennt's. Sie im echten Leben immer die Leute zurücksetzen, wenn sie nicht spuren. Luna, was war das? Hast du dich jetzt vorgestellt? Was? Leute, was war das? Erotischer Austausch? Nein. Ich hab doch einfach nur Hallo gesagt. Was war das? Also eigentlich wollte ich nur Hallo sagen, nur damit ich sie wegen Strom- und Wasserkosten befragen kann. Ist Mitsuki nicht auch unsere ehemalige, als unattraktiv empfunden, romantisches Interesse? Ich möchte das bitte rückgängig machen. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich das auf Null setze. Ich finde es einfach nur gruselig. Was war das? Gruselig. Oh, wir müssen den Geburtstag feiern. Oh je, Mini, Luna hat heute Geburtstag. Ich hoffe nur, dass wenn sie jetzt von der Arbeit kommt, dass sie nicht ganz so platt sein wird wie jetzt gestern. Oh, verschollene Vermessungsgeräte. Luna Marie hat teure Vermessungsgeräte entlang des Flusses angebracht, um den Wasserstand zu messen. Aber ein heftiger Sturm hat die Geräte weggeweht. Vielleicht hätte sie die Geräte vorsichtiger platzieren oder sich in dem Wetterbericht ansehen sollen. Wetter verantwortlich machen oder Anbringung verantwortlich machen? Ich glaube, dass Luna Marie schon einsehen kann, dass sie selbst einen Fehler gemacht hat, anstatt jetzt den Fehler bei jemand anderen oder dem Wetter zu suchen. Sie wird sagen, ich muss nächstes Mal besser darauf achten, die Anbringung vernünftig zu machen. Die Rechnung für die verlorene Ausrüstung ist sehr hoch, sodass Luna Marie auf ihren Leistungsbonus verzichten muss. Hoffentlich hat sie etwas daraus gelernt. Ich bin mir sicher, sie hat was daraus gelernt. Oh, sie braucht dringend Vergnügen. Machen wir. Kriegen wir hin. Wenn du nach Hause kommst, feiern wir deinen Geburtstag. Da ist sie. Hallo, meine Liebe. Huch, wer ist das denn? NAP-Inspektorin. Oh, no. Okay, wir werden jetzt Geburtstag feiern. Ich glaube, dass Luna Marie sich selbst einen Kuchen backen kann. Ich überlege nur gerade, ob wir irgendwas vorbereiten für den Geburtstag, aber eigentlich nicht. Die sollen einfach alle kommen und wir machen da einen entspannten Tag oder Nachmittag, Abend. Es ist schon Abend, wir machen einen entspannten Abend. Eine Geburtstagsparty und der Geburtstagssim ist unsere Luna...
Ey, Stella Ann hat doch dann auch Geburtstag. Müssen wir Stella auch einladen? Oh, wobei, als ob Stella Ann ihren Geburtstag. Ich überlege gerade, weil Stella Ann wird ja bestimmt eine Mega-Party schmeißen. Wir könnten aber auch sagen, dass Stella an ihrem Geburtstag mit ihrem Tyler unterwegs ist in der Karibik oder so, dass sie ihren Geburtstag auswärts feiern auf einer ganz tollen Yacht oder sowas. Das finde ich irgendwie ein bisschen passender, als wenn sie jetzt zu uns kommt und bei uns den Geburtstag feiert. Das ist nicht Stellas Art. Ich glaube, sie wird lieber richtig tolle Party machen. Und wir laden natürlich auch unsere Nichte, unsere Neffen ein. Stella haben wir gesagt, laden wir nicht ein. Natürlich laden wir auch Suna ein. Das ist Luna Maries Art, jeden einzuladen, auch wenn sie weiß, dass da eine romantische Interesse besteht. Aber Luna will einfach mit jedem befreundet sein und will jedem alles recht machen und möchte natürlich niemanden ausschließen von ihrer Geburtstagsfeier. Deswegen lädt sie jeden ein. Ich suche nur gerade, wir haben hier Sarah, wir haben Hendrik, wo ist denn Annika? Wir müssen auf jeden Fall auch Annika einladen. Suna will bestimmt das Essen machen, könnte ich mir vorstellen. Und wir werden zu Hause feiern. Wo ist denn Annika? Annika, komm doch bitte. Hi, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ach, danke, Emre. Vielen, vielen Dank. Kommt doch rein. Schön, dass du da bist. Und ich glaube auch, dass Luna jetzt nach ihrem Geburtstag auch nochmal ein Umstyling machen möchte. Ich glaube, dass sie nochmal eine ganz kleine Veränderung will. Wieder so ein bisschen zurück in das, ich sag mal, unschuldige Mädchen. Ich will nicht sagen vom Land, aber so ein bisschen unschuldiger. Ich glaube, dass dieser Look ihr ein bisschen zu aufreizend ist. Obwohl es jetzt nicht so aufreizend ist. Ich finde, da geht noch mehr. Aber ich glaube, dass es ihr lieber ist, wenn alles ein bisschen, ja, bedeckter ist und ein bisschen weniger pompös halt. Okay, wir bilden mal eine Runde. Wie viele Leute kann man in eine Runde hinzufügen? Alle. Nein, können wir nicht. Okay, dann lade ich mal alle außer Emre in die Runde und sag mal, sie sollen hier hinkommen. Haben wir denn eine Musikanlage? Haben wir nicht. Könntest du eine herstellen? Kann man sowas herstellen? Nee, ne? Schade, ich hätte gern so eine Musikanlage gehabt. Oh, Emilia, wieso hast denn du nichts an? Was ist denn mit dir passiert? Ich habe dich doch umgezogen. Entschuldigung. Wie schön, dass ihr alle gekommen seid. Geburtstag. Ja, wir freuen uns voll. Wir sind sehr froh, dass wir uns jetzt nicht entscheiden mussten zwischen Stella und dir, weil ich meine, wir wären natürlich auf beide Geburtstage gern gekommen. Ja, Stella ist im Urlaub, oder? Ja, ja, sie wollte unbedingt mit ihrem Tyler einen tollen Tag verbringen und ist spontan einfach weggeflogen. Es ist so typisch für unsere Stella. Ja, das stimmt. So, wir danken mal fürs Kommen und freuen uns einfach, dass alle da sind. Ich hoffe, ich schreie euch heute nicht zu sehr. Irgendwie, ich höre mich selbst kaum durch diese Kopfhörer. Wie geht's euch? Ist Annika auch gekommen? Und oh, wie schön, dass du auch gekommen bist. Hi. Dankeschön, Jona, dass du gekommen bist. Ich freue mich. Das ist schon ein bisschen langweilig ohne Musik, ne? Ja, okay, ich mache ein bisschen Musik, Leute. Ist ein bisschen langweilig. I understand. So, wir machen jetzt einen Öko-Player. Gibt's sowas? Ich hätte gerne einen Öko-Player. Hallo. Unsere Schwester hätte ruhig ihr DJ-Stand mitbringen können. Naja. Bewertung des Stromverbrauchs 4. Das ist schon ein bisschen was, ne? Irgendwie finde ich das Ding cooler als so ein neumodisches. Ich glaube, wir stellen ja das hier hin. Ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Dann spielen wir da jetzt einfach ein bisschen Musik. Und dann tanzen wir ein bisschen. Oh, Annika, du bist ja auch... Nee, das ist Sarah. Entschuldigung. Oh, warum guckst du denn so, Hendrik? Alles okay? Stella ruft an. Nee, Stella schreibt was anderes als das, was da steht, Leute. Stella schreibt nämlich, hey Schwesterchen, ich wollte mich kurz bei dir melden. Ich wünsche dir einen wundervollen Geburtstag. Happy Birthday. Ich hab dich sehr, sehr lieb. Und sobald ich mit Tyler wieder aus dem Urlaub zurück bin, werden wir uns sehen. Wir können ja vielleicht zusammen frühstücken. Ich lade dich ein und ich hab dich sehr lieb und genieß deinen Tag mit der ganzen Familie. Und Tyler und ich haben jetzt ein ganz tolles Restaurant, das wir besuchen werden. Ich freue mich riesig drauf. Und er meinte, er hat eine ganz besondere Überraschung für mich. Ob er mir wohl einen Heiratsantrag macht? Also, Luna, ich sag's dir, ich wäre bereit. Ich wäre bereit, diesen tollen Mann zu heiraten. Aber ich will auch nichts überstürzen. Warten wir einfach mal, was passieren wird. Ach, ja. Aber ich muss morgen auch schon wieder zurückfliegen, weißt du? Ich habe noch ein ganz tolles Casting vor mir. Naja, auf jeden Fall Happy Birthday. Und Luna wird natürlich sagen, hey Stella, ich wünsche dir einen ganz fantastischen Geburtstag ebenfalls. Und ich habe dich auch sehr lieb. Genieß die Zeit mit Tyler. Und morgen wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Casting. Ich habe dich lieb. Tschüss. Stella. Gut, das war das, was sie jetzt kommuniziert haben, natürlich. Ihr wisst Bescheid. So, alle mal auf die Tanzfläche. Eva, hi, du bist ja auch da. Und dann reden wir mal mit unserer Nichte, unserem Neffen. Gut gemacht, dieser Haushalt erfüllt alle Bedingungen der aktiven Nachbarschaftsaktionsbinde. Ja, I know. Tja. Wo ist denn unsere Kleine? Annika, wo bist du? Jetzt komm doch mal bitte her. Ich möchte, dass Annika jetzt kommt. Oh, alle haben so Spaß, guck mal. Annika, ah, oh, da ist ja Annika. Oh, du kleines Mäuschen.
Ach, wir haben uns noch nicht, aber wir haben doch Annika schon geknuddelt. Wieso heißt es jetzt, dass wir sie noch nicht kennen? Das ist schon wieder so Sims, ne? Können wir Annika jetzt bitte kennenlernen? Oh, Annika, hallöchen, meine Kleine. Oh, sie ist so süß. Oh. Also für alle, die jetzt gerade nicht wissen sollten, wer Annika ist. Annika ist die Tochter von Imran und Eva. Das ist unser kleiner Schatz. Oh, sie hat ganz rote Bäckchen, weil sie jetzt hierher geschlappt ist, ey. Süß bist du. Alle haben Spaß. Oh, und Suna hat uns eine Geburtstagskorb-Torte gemacht. Oh, das ist schon sehr lieb, ne? Sarah, wollen wir drüber reden, was du da tust? Das ist so typisch Künstlerfamilie, ne? Das hat sie bestimmt von ihren Eltern. Sie kriegt natürlich keinen Ärger. Sie ist unsere Nichte. Wir sind ihre Lieblingstante. Sarah, hast du ein bisschen gemalt? Oh, ich hoffe, ich krieg das vom Boden wieder weg, hey. Aber das sah toll aus. Du hast so viele schöne Farben verwendet. Das hast du bestimmt von deiner Mama und von deinem Papa. Ja, ich mal total gerne. Das ist richtig cool. Dein Papa hat auch immer nur von Kunst gesprochen. Oh, ich liebe das so, dieses Let's Play. Es ist so schön. Luna Marie, du bist eine ziemlich gute Herstellerin. Auch natürlich haben wir von unserer Tochter jetzt eine Anleitung für ein Elektrogerät bekommen. Ist ganz klar, ne? Ist ganz klar. Gut, wenn wir jetzt hier sind, dann können wir doch den Kuchen anschneiden. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Luna. Na, ein bisschen mehr Power brauchst du schon, Maus. Oh, Luna Marie ist älter geworden. Wie schön. Dann können sich jetzt alle ein Stück Kuchen nehmen. Da muss ich nur gucken, dass ich unsere Stella noch alter. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie... Also ich lasse sie mal... Ich gucke mal, ob sie automatisch alter ist. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, wenn ich sie jetzt alter, dass sie dann direkt zum Senior wird. Das wäre natürlich fatal. Nehmt euch alle ein Stück Kuchen, bitte. Sarah, lass dir den Kuchen schmecken. Ich hoffe, er ist gut. Ich habe gesehen, Suna hat sogar ganz viele Streusel drauf gemacht. Emre, wie geht's dir? Alles okay? Alles super, Mensch. Du hast eine richtig schöne Party heute veranstaltet. Oh, danke. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Geburtstagssim ein Kompliment machen. Soll ich mir jetzt selbst ein Kompliment machen? Sie wissen schon, dass ich der Geburtstagssim bin, oder? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Toilette. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen mit ihr hier quatschen. Oh, scheint sich auch Mao gut mit allen zu verstehen. Wir können ja Mao fragen, ob sie noch ein bisschen bleiben möchte. Wenn wir sie noch erwischen. Ich glaube, wir erwischen sie nicht mehr, ne? Nee, alle sind gegangen. Okay. Tschüss, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Oh, die beiden sind noch da. Warum seid ihr noch da? Ach so, sie gehen natürlich jetzt auch. Tschüss. Oh, ist Mao doch noch da? Oh, Mao kommt wieder zurück. Bestimmt wollte sie nur den Schein wahren, dass sie eben auch geht. Oh, wie schön. Jetzt. Oh mein Gott, es ist 1 Uhr morgens. Schön, dass du da warst, Mao. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe mich auch gefreut, Luna. Danke für die Einladung zu deinem Geburtstag. Wir können uns ja auch die Tage nochmal treffen und nochmal irgendwas zu zweit machen, wenn du Lust hast, Luna. Ja, gerne, auf jeden Fall. Also ich muss morgen früh leider echt früh raus. Deswegen würde ich jetzt auch ins Bett gehen, Mao. Aber ich habe mich wirklich gefreut, dass du noch ein bisschen geblieben bist. Ja, mach's gut und wir sehen uns, ja? Dann machen wir die Musik aus und gehen hoch in unser Bett. Und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Schlaf tanken können, dass wir morgen fit sind auf der Arbeit. Oh je, oh je. Ich lasse sie jetzt wirklich schlafen, bis sie zur Arbeit muss. Ich versuche, den letzten Funken Schlaf noch zu geben. Dann, oh mein Gott, ihr makelloser Ruf ist ja bombastisch. Cool, du bist so ein Schatz, ey. Ach, Luna. Wenn du Glück hast, wirst du heute sogar befördert. Du hast zwar mit niemandem über die Strom- und Wasserkosten gesprochen, aber wir lassen sie mal hart arbeiten, weil sie ist auch eine fleißige Maus. Und dann gucken wir mal, ob sie vielleicht befördert werden kann. Oh mein Gott, wir haben vergessen, unsere Rechnung zu bezahlen. Upsi. Willkommen zurück, Luna. Oh, sie hat einen Urlaubstag verdient. Das ist cool, aber sie wurde jetzt nicht befördert. Wird sie wahrscheinlich morgen befördert. Sie hat absolut gar keinen Spaß und sie muss jetzt erstmal ihr Haus aufräumen. Es tut mir leid, Luna, aber hier sieht es aus wie die Wutzi-Sau. Du musst jetzt hier mal putzen. Und dann bitte bezahl die Rechnung. Nicht, dass die Langgrabs richtig sauer werden mit dir. Das ist nämlich gar nicht deine Art. Oh je, wie ist das viel Geschirr? Crazy. Guck mal, hier ist auch noch was. Musst du dann auch wegräumen. Was möchtest du denn gerne tun? Freundschaft schließen, American hören und selbst reinigen. Dann mache ich doch mal ein bisschen Musik an, während du... Ach so, wir haben... geht es denn gerade? Ah, doch, geht. Jetzt ist sie inspiriert. Wie schön. Und dann würde ich sagen, schließt du den Abend mit einer ganz tollen Runde Yoga ab. Pflanzen abernten. Oh, wir haben sogar welche, ne? Die kannst du noch ernten. 600 Simoleons? 20 Granatäpfel. Aber ich glaube, wir haben noch so viele, ne? Nee, was sind das? Äpfel. Ich lieb's so. Jetzt ist ihr Spaß wieder komplett voll. Das hat ihr so gut getan. Shelby mag die Musik scheinbar nicht. Dann mache ich sie halt wieder aus. Ist in Ordnung. Ich habe sie doch ausgemacht. Keine Sorge. Da gammelt irgendwas in unserem Kühlschrank. Das müssen wir dann auch wegmachen. Hast du dich gerade auf unserer Essenstheke gewälzt? Das finde ich richtig eklig. Oh, was macht Jona denn hier? Jona steht vor unserer Tür. Jona, was machst du denn hier? Ich habe dich eben durchs Fenster gesehen. Hi. Alles okay? Oh, ich wollte nur mal kurz nach dir sehen, Luna. Weißt du, du bist ja jetzt noch nicht so lange in diesem Haus. Und ich wohne ja nicht weit weg. Und ich dachte, ich schaue
mal nach dir. Geht's dir gut? Oh ja, doch, doch, mir geht's gut. Ich bin nur etwas müde, weißt du, die Arbeit war sehr anstrengend und ich bin ja jetzt noch nicht so lange in diesem Job, aber lieb, dass du nach mir schaust. Naja, und wie geht's dir seit der Trennung mit Suna? Doch, okay, also es ist alles in Ordnung, Yona, danke. Brauchst du irgendwas? Soll ich dir irgendwas mitbringen? Nee, nee, alles gut, ich wollte nur nach dir sehen. Ich sehe, du bist sehr müde, dann, ja, oh, du hast ja voll die schönen Granatäpfel, sehe ich gerade. Willst du ein paar mitnehmen? Ich kann dir gerne ein paar geben, Yona. Och, nein, eigentlich nicht. Warte, dann gebe ich dir eine Kerze mit, Yona. Ich habe so viele Kerzen gezogen. Yona, das wäre doch nicht nötig. Du kannst doch, also, nein, nein, nimm sie mit. Ich habe sie für dich gemacht. Also für euch alle habe ich Kerzen gemacht. Nimm sie nur mit. Das ist nett, aber möchtest du vielleicht einen Farbstoff? Hahnentritt? Hahnentritt? Ja, danke. Huch, was war das jetzt hier? Bist du hin teleportiert? Okay, cool. Also schön, dass du da warst, Yona. Ich muss jetzt wirklich schlafen. Ich bin super... Stopp! Bevor du schlafen gehst, könnten wir Yona ja voll labern, was seine Stromkosten angeht, damit wir unser Tagesziel noch erreichen. Yona, wie sieht's denn aus mit deinen Stromgeschichten? Erzähl einmal. Wie ist es denn mit deinen Strom- und Wasserkosten aktuell, Yona? Wie meinst du, Suna? Naja, ich muss für die Arbeit ein bisschen recherchieren. Erzähl doch mal, wie ist es mit deinen Strom- und Wasserkosten? Naja, also schon recht hoch so. Yona ist nicht beeindruckt von den Fragen und der Befragungstechnik von Luna Marie. Yona erklärt unmissverständlich, dass er nicht interessiert ist. Suna, das ist eine komische Frage. Ich weiß nicht, was du, also, denkst du, ich kann mir den Strom nicht leisten oder was? Doch, natürlich, Yona, darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass ich ja meine Arbeit machen muss und ich muss ja ein bisschen ein Verständnis dafür bekommt. Ja, irgendwie finde ich die Befragung gerade ein bisschen komisch. Ich wollte ja nur nach dir sehen und schauen, ob es dir gut geht. Und jetzt befragst du mich hier. Ich muss los, Suna. Luna. Warum sage ich immer Suna? Das hat ihm jetzt nicht gefallen, ne? Aber er macht unsere Spüle kaputt. Yona, das finde ich jetzt nicht so schön von dir. Auch einfach. Wenigstens hat sie ihre Tagesaufgabe abgeschlossen, denn dann wird sie am nächsten Tag befördert. Oh, es fängt an zu... Oh, es fängt an zu schneien. Oh, wie wundervoll. Oh, Luna, schau mal, der erste Schnee fällt. Oh, wir müssen unsere Spüle reparieren. Wir müssen aufwischen, das verdorbene Essen aussortieren. Oh mein Gott, einfach Stress, Stress, Stress. Ja, wir kommen heute zur Arbeit, natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Oh, ihr ist kalt, ein bisschen kühl. Ja, wir haben keine Heizung, ne? Zieh dir doch mal lieber was Warmes an. Ja, jetzt hat sie es leider nicht mehr komplett geschafft, ne? Was war das für eine traurige Melodie? Der Stromeinsparungstag hat begonnen. In den nächsten 12 Stunden wird der gesamte Strom abgestellt. Hoffentlich hast du vorausgeplant. Easy Street, natürlich haben wir vorausgeplant. Oh, der Schnee bleibt liegen, wie wunderschön. Was? Niemand verlässt diese Welt leben. Ginger weiß das. Ginger hätte nur nicht gedacht, dass sie sich so bald Gedanken darüber machen würde. Es gibt noch so viel zu tun. Wie soll Ginger das alles erledigen, wenn der Sensemann schon an der Ecke lauert? Ginger? Du bist nicht mal ein Senior. Was ist das? Warum kriegt Ginger einen Anruf? Also, das finde ich alles gruselig. Shelby, tröste Ginger mal ein bisschen, bitte. Oh, diese Message. Jedes Mal erschrecke ich zu Tode, ey. Ja, wir wurden befördert. Oh mein Gott. Zum Architekturlehrling. Luna Marie wurde befördert und ist jetzt Architekturlehrling. Sie verdient jetzt 11 Simoleons mehr pro Stunde, was eine Stunde von insgesamt 42 ausmacht. Sie hat einen Bonus von 350 bekommen, einen elektronischen Zeichentisch und sie kann jetzt ein kommunales Konzept entwerfen. Diesen Zeichentisch werde ich gerne sofort platzieren. Wo hat sie diese Kommode? Hat sie die geschenkt bekommen? Ich meine, die war plötzlich im Inventar, dann werden wir sie auch platzieren, ne? Also irgendwie haben wir zu viele Fenster. Die Kommode ist irgendwie süß. Wo ist denn jetzt dieses Zeichentischchen? In deinem Inventar oder was? Ah, das ist so ein Tablet, okay. Verstehe. Wie lange arbeitet Luna Marie schon da? Luna kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob diese Karriere das Richtige... Natürlich ist das Richtige für sie. Was zur Hölle? Nein, keine Veränderung. Sie kann jetzt ein kommunales Konzept entwerfen. Das finde ich schon cool, ne? Sie ist halt super müde und ich wollte sie gerne noch ein bisschen Kräuterkunde lesen lassen. Hat die Kräuterkundefähigkeit erworben, aber ist das das Gleiche? Eva ruft an. Oh ja, mach doch ein Baby. Ist es jetzt das Gleiche wie das, was wir hier machen können? Kräuterheilmittel. Dann entwirf doch mal so ein kommunales Konzept und wir gehen dann ins Bett mit dir. Einfach im Stehen mal eben kurz ein Konzept entwerfen. Man kennt's, ne? Wie steht's denn hier? Stimme zweimal für unterschiedliche nachbarschaftliche Aktionspläne ab. Können wir aktuell nicht, können wir erst morgen. Level 10 der Bauplanungsingenieurkarriere erreichen. Ja, das wollen wir machen. Wir wollen noch mit jemandem quatschen. Ach ja, ich wollte gerade sagen, aber da steht schon jemand vor unserer Haustüre. Da stellen wir uns mal freundlich vor. Wehe, das wird jetzt wieder so eine romantische Überfallaktion. Oh, toll. Also richtig motiviert, ne? Vielleicht habe ich mich bezaubernd vorgestellt. Vielleicht war das vorhin das Problem. Dann frage ich diese Frau mal nach ihren Strom- und Wasserkosten. Okay, sie hat uns richtig Informationen gegeben. Das war nett. Vielen Dank. Und also das war sehr nett, dass Sie gekommen sind, aber ich muss jetzt schlafen.
Auf Wiedersehen. Der Stromeinsparungstag ist beendet. Ich glaube, wir haben keinen Müh Strom verbraucht. Oh, geh schnell pullern und dann geh schnell wieder schlafen. Ginger, du bist so feini. Oh, du willst spielen, Gingy? Okay, warte kurz. Ich hol den Laserpointer raus. Lass uns spielen. Ey, hallo? Nein. Boah, du Frechmaus, ey. Boah, es ist kalt in unserem Haus. Ich hoffe, wir überstehen den Winter. Ginger hat's gelernt, nicht mehr in den Möbeln zu kratzen. Großartig. Dann spielen wir eine Runde mit Ginger, weil Ginger ist so feini. Wir haben so wenig Zeit immer für unsere Katzen. Huh, ist schon wieder Morning. Ei, ei, ei. Dann gehen wir schnell duschen. Und ich glaube, essen können wir eigentlich... Oh, es ist so schön mit dem Schnee. Wir müssen einen Schneemann bauen, wenn Luna von der Arbeit kommt. Unbedingt. Oh, wie sieht's denn hier aus? Wer hat denn hier gekübelt, ey? Ih, da hat jemand gekotzt. Oh, oh, wir müssen die... Ne, oh, haben sie jetzt gammeliges Fressen gefressen? Das ist nicht in Ordnung. Warte mal, ich fülle mal nur eine Tierschüssel. Oh, du musst schon zur Arbeit. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Luna, Abmarsch. Und wir haben heute Freitag, das heißt, wir können für die Aktionspläne abstimmen, wollte ich sagen. Oh, Unregelmäßigkeit bei der Abstimmung. Luna Marie analysiert die Abstimmungsmuster für einige Gemeinschaftsflächenprojekte und entdeckt, dass die Stimmen für ein kürzlich in Kraft getretenes Projekt falsch gezählt wurden. Wird die Öffentlichkeit wütend sein, dass ein gemeinschaftlicher Garten und kein Marktplatz entsteht? Oder ist das allen egal? Ich glaube, es ist auch hier wieder Lunas Art, den Fehler einzugestehen und nicht den Fehler einfach zu vertuschen. Sie wird ganz offen darüber sprechen und es ansprechen wollen, weil sie auch transparent sein möchte, natürlich den ganzen Bürgern gegenüber, und wird deswegen den Fehler eingestehen. Die Gemeinde weiß die Ehrlichkeit von Luna Marie zu schätzen und das Vertrauen wächst. Einflusspunkteanstieg Mittel. Das finde ich toll. Luna, du machst einfach einen tollen Job, Maus. Ne? Du bist ein tolles Wesen. So, ich habe sie jetzt auch mal auf fleißig arbeiten eingestellt. Oh, was kann sie hier machen? Oh, Konzept bei der innovativen Lösung GmbH einreichen. Ey, mach das. Und wir stimmen für die Nachbarschaft die Aktionspläne ab. Das können wir schon wieder nicht abstimmen, weil schon wieder... Sag mal, was ist das denn? Saft für alle. Nein, nicht Saft für alle. Das sag ich euch an der Stelle einfach mal. Jetzt lade ich wieder alle unsere Gruppenmitglieder ein und sag, sie sollen abstimmen, dass wir nicht Saft für alle machen. Ich will doch auch mal was abschließen hier. Ich kann die ganze Zeit nichts abstimmen, weil immer alles voll ist. Ich habe hier gar keine Möglichkeiten. Wir werden jetzt... Wo ist die Versammlung? Wo sind alle? Ha, hier ist Suna. Dann werden wir erstmal mit Suna sprechen. Guck mal, der Groll sinkt langsam. Das ist eigentlich ganz schön, ne? So, wir bitten sie jetzt um die außer Kraftsetzung? Ja, klar, unterschreibe ich für dich. Kein Problem. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde. Ja, okay, danke, Suna. Es ist immer noch ein bisschen schwierig zwischen den beiden, aber so langsam, glaube ich, wird's besser. Wir werden jetzt auch hier fragen. Achso, Tina hat sie jetzt nicht fragen können. Dann frag bitte Imran. Nee, sie fragt sie trotzdem. Okay, sie hat auch unterschrieben. Dann haben wir schon mal zwei. Dankeschön, Tina. Das ist wirklich toll von dir. Kein Problem, Luna. Ich bin doch für dich da. Und ich will auch für das kämpfen, wofür du stehst. Finde ich ganz nett, ne? Da ist jetzt auch ganz selbstsicher, weil alle unterschreiben. Hey, Imran, unterschreibst du bitte auch? Ich möchte dieses Saft für alle loswerden. Das ist so nervig. Ja, klar, unterschreibe ich da für dich. Gar kein Problem. Dann haben wir jetzt die dritte Unterschrift. Dann fragen wir noch Emre. Emre, boy, can you unterschreib me, please? Dann müssen wir noch Felix fragen. Och, Emre, sei doch nicht immer so ein Grießcremchen. Ey, das stört mich ein bisschen. Er hat letztes Mal, glaube ich, auch nicht unterschrieben. Oh, süß, Imran bürstet unsere Katze. Felix, danke schön fürs Unterschreiben. Das ist mir sehr wichtig. Emre, probieren wir es nochmal. Du hast nochmal die Chance, oder? Er hat nicht nochmal die Chance. Gut, wie viele Unterschriften haben wir denn jetzt? 4 von 5. Und wieso ist hier beides mit drin? Das ist doch verbuggt, Leute, ey. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, du. Da ist jemand. Ja, ich glaube, wir haben uns nämlich bezaubernd vorgestellt und das sollten wir nicht tun. Wir stellen uns mal freundlich vor. Hallo, es wäre ganz toll, wenn Sie unterschreiben würden, Mark, denn die Außerkraftsetzung wäre mir wichtig. Das wäre ganz toll. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Einen wunderschönen Tag noch. Okay, wir haben 5. Das wird am Ende der Abstimmung außer Kraft gesetzt. Ja, bin ich gespannt, ob das funktioniert, weil das hatten wir letzte Woche schon. Naja. Okay, die Versammlung werde ich jetzt beenden. Na, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch ein bisschen aufräumen und so. What? Girl, bist du schwanger? Da war eine Babyflasche. Also es kann doch sein, dass sie ihr übel ist wegen ihrer Periode. Aber wow, wir müssen sie beobachten. Wir werden dich beobachten, Tinalein. Oh, was machen wir eigentlich Weihnachten? Weiß ich noch nicht. Im nächsten Part bekommt unsere Luna auf jeden Fall ein Umstyling nochmal. Sie geht dann nochmal alleine zum Secondhand-Laden und wird dort den Friseur besuchen und auch ein paar neue Klamotten kaufen. Da bin ich mir sicher, dass sie da einfach wieder ein bisschen zurück zu ihrem alten Look möchte. Bei den Haaren bin ich nach wie vor wieder unsicher. Ich werde ihr auf jeden Fall den Haarreif rausnehmen und wieder so ein bisschen den natürlich, weil das ist ja schon auch sehr geglättet und so. Ich werde ihr wieder ein bisschen versuchen, einen natürlicheren Look zu geben. Da müssen wir einfach schauen, wie wir es machen. Klicke auf dein Sim und wähle Leidenschaft zurück.
gewinnen. Wie macht man denn das? Vielleicht, weil sie jetzt ein, zwei Niederlagen gekriegt hatte, muss sie jetzt erstmal ihre Leidenschaft für den Job wieder zurückbekommen. Ich lasse sie jetzt ein bisschen Yoga machen, bis ihr spaßvoll ist. Und dann soll sie, wie gesagt, für den Job die Leidenschaft zurückgewinnen. Und dann ist sie wieder motiviert und hat auch wieder Spaß bei der Arbeit. Das war's jetzt schon, oder was? Bevor du zur Arbeit gehst. Ach so, obala, falsch verstanden. Dann ist doch noch ein klar... Ah, wobei, du kannst morgen früh einfach was frühstücken. Es ist nämlich schon 23 Uhr. Dann geh hier noch bitte die Haarbüschel entfernen. Ich glaube, wir müssen mal gucken, welche Katze so viel Haare verliert. Und dann mal ein bisschen bürsten. Vielleicht hilft es ja. Gut, dann leg dich mal schlafen. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part jetzt an der Stelle, meine Lieben. Es war ein sehr schöner Part. Es war ein sehr erfolgreicher Part. Wir haben den Geburtstag von unserer Luna Marie gefeiert. Der war sehr schön. Es waren alle da, die wir uns gewünscht haben. Für Stella Ann werden wir jetzt einfach nachträglich noch was machen. Da werden wir einfach mit ihr noch mal was essen gehen oder so. Das fände ich auch ganz schön, um ihren Geburtstag noch zu zelebrieren. Und ich möchte nach wie vor noch unsere Nichte und unseren Neffen einladen. Und Annika würde ich natürlich auch gerne einladen. Also ich würde das einfach getrennt voneinander machen. Erst die Geschwister und dann Annika noch. Und das würde ich am besten jetzt dann auch im nächsten Part machen, wenn Luna Marie beim Friseur war und sich ein bisschen zurecht oder zurück in ihr altes Ich verwandelt hat. Und dann werde ich die Kinder ein bisschen einladen, dass sie vielleicht die ein oder andere Nacht bei uns schlafen können, weil wir haben jetzt dann Wochenende im nächsten Part. Und dann können wir, glaube ich, uns auch ganz gut mit den Kindern beschäftigen und vielleicht auch einen kleinen Ausflug planen. Ich meine, wir haben Schnee gerade vor der Haustür. Vielleicht reicht das auch schon, wenn sie einfach bei uns sind. Dann können wir ein paar Schneemänner bauen. Das wird richtig, richtig schön. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Tag, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und Tschüssli.